Glitch erwischt. Ich glaube, hier irgendwo musste es doch mal rausgehen. Ja, noch nicht ganz. Hier sind wir das letzte Mal rausgekommen und sind hier wieder in unseren feinen Tunnel gekommen. Juhu! Auch an einem Stück wieder raus ins Ödland. Jetzt wieder nach Wellspring. Zeit im Kopf, ja. Ich weiß gar nicht mal, ob die Sendung überhaupt kommt. Oder wiederkommt. Boah. Ich muss einmal überschlagen. Ich habe das Dach gelegt. Wellspring. Wieder zum Captain Marshall. Einmal reparieren. Und nach Wellspring. Hi, Mick. Oh, nicht gespeichert. Nö. Dahin! So machen kann man die so gar nicht. Hey, Leute. Hä? Du hast einen großen Fund gemacht. Jetzt kennen wir die tödlichen Pläne der Regierung. Das ist ein harter Schlag für sie. Und ein großer Tag für uns. Elizabeth hatte recht, was dich angeht. Ich muss ihr wohl zustimmen. Jetzt müssen wir uns verabschieden. Elizabeth ist schon vorausgegangen und bereitet alles für unsere Ankunft vor. Mach dir keine Sorgen über das Zeug in der Garage. Das wartet auf dich. Aber wir müssen los. Der Preis für deinen Kopf steigt, je länger du hier bleibst. Du bist hier einfach nicht sicher. Wir haben einen Störsender, der unseren Rückzug decken sollte. Wenn du auf unserer Seite bist, komm wieder, wenn du alles erledigt hast. Dann verschwinden wir. Okay. Also, können wir jetzt gehen? Ja, klar. Ja, klar. Perfekt. Zum Missionsgebiet gehen fahren. Wir. Eastern Wasteland. Östliches Ödland. Okay. Jetzt? Schön, dass du dich anschließt. Oh, schöner Windmesser. Die Regierung hätte dich sicher bald gefunden, aber du kennst sicher den Spruch, vom Regen in die Traufe kommen. Naja, willkommen in der Traufe. Für mich gibt es nur eins. Die Regierung bekämpfen. Und das ist so, seit meine Arche aufgetaucht ist und ich gesehen habe, was die Regierung tut. Sowas hätte nach dem Asteroiden nie passieren dürfen. Unsere Regierung hatte einen guten Plan. Aber General Cross hat bloß die Zeitsteuerung der Archen verändert, in denen seine Leute waren. Das hat die Geschichte der Menschheit verändert. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es nicht für immer ist. Okay. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Drohne. Oder was davon kann man übrig direkt ist. Merken. Unsere Basis liegt genau darunter. Subway City. Alles klar, hier entlang. Juhu. Unsere Basis liegt hinter dieser Tür. Ja, hast du gerade eben schon mal so in etwa gesagt. Dass das Ding flieht, das bezweifle ich aber noch.
Saad, Marshall hier. Sicherheitscode 1228. Roger, Captain. Willkommen zurück. Unser Gast ist bei Ihnen. Hier lang. Willkommen in unserem Heim. Etwas chaotisch, aber uns gefällt's. Hi. Okay, Leute. Hier ist unser neuester Gast. Ihr wisst, dass er aus einer Arche stammt, ein harter Bursche ist und alle Jobs erledigt, die er anfängt. Er passt gut hierher. Kurz gesagt, vertraut ihm. Siehst du die zerstörte Arche da drüben? In der war ich begraben. Aber jetzt nutzt sie Lassard als Operationszentrale. Okay. Schön, dich kennenzulernen. Ja, Captain Marshall war hier drin begraben. Aber ich habe die Systeme in Gang gebracht und kann so die Regierung ausspionieren und mit unseren Leuten im Ödland kommunizieren. Genau. Und Elizabeth kennst du ja. Ja. Schön, dich in einem Stück wiederzusehen. Ist der Schläger Portman. Eigentlich ja Dr. Cadence. Und sie ist der Lösung des Rätsels, was die Regierung mit den Mutanten bezweckt hat, dicht auf der Spur. Jeder kleine Schritt bringt mich der Wahrheit näher. Und Jack Portman da drüben kümmert sich um das Waffenarsenal. Er hilft dir bei allem, was schießt und explodiert. Wunderbar. Stimmt, es ist so, als hätte ich jeden Tag Geburtstag. Vor allem, wenn durch meine Arbeit Regierungsarschlöcher umgelegt werden. Und über uns wacht Saul darüber, dass unsere Basis weiter unentdeckt bleibt. Ihm gehört die Autowerkstatt und er hält deine Sachen schon für dich bereit. Du triffst ihn, wenn du nach oben gehst. Okay. Okay, ein paar Dinge musst du wissen. Subway Town über uns ist nicht Wellspring. Die Leute dort wandern auf einem schmalen Grat. Sie halten die Regierung auf Abstand und verhandeln mit uns. Sei vorsichtig. Nimm dich besonders vor Redstone in Acht, dem Boss der Stadt. Er wird dich sofort an die Regierung verpfeifen, es sei denn, du bist ihm von Nutzen. Okay, also Redstone. Ja. Okay. Das Erste, was du tun musst, ist Redstone für dich einzunehmen. Schau, ob er was braucht. Sei ihm von Nutzen. Sonst bist du so gut wie tot. Und dann bist du nutzlos für uns. Meinst du, du kannst ein Spiel spielen? Okay, wir gehen zu Redstone, fragen, was wir machen können. Denk dran, was denn? Denk dran. Um uns von Nutzen zu sein, musst du dich frei bewegen können. Und das kannst du nur, wenn du Redstones Vertrauen gewinnst. Okay. Der hat einen heißen Stuhl, ey. Ich habe mit der Technologie der Regierung experimentiert, die wir gefunden haben. Und ich glaube, ich habe was wirklich Tolles entdeckt. Ich weiß jetzt, wie man einzelne Bauteile der Regierung zu einem Objekt zusammenbaut, das die Schadenswirkung von Waffen erhöht. Aber nur solange die Energie dafür ausreicht. Die Teile sind nur schwer zu finden, aber es ist effektiv. Hier sind die Pläne. Du wirst viel Spaß damit haben. Cool. Bauplan für Verstärker. Das ID-Drive zu entschlüsseln ist nicht leicht. Ich muss mich konzentrieren. Okay. Was hast du? Dinge in die Luft zu jagen und die Regierung hart zu treffen, das ist meine Aufgabe. Wenn du so gut bist, wie Elizabeth sagt, dann werden wir sicher miteinander auskommen. Okay. Du musst dich mit Redstone gutstellen, bevor wir es mit der Regierung aufnehmen können. Okay. Also, die wollen unbedingt, dass ich mit Redstone laber. So ein gammeliger Blasentyp. Regierungsmutant. Cool. Okay, ab zu Redstone. Ein niedlicher Aufzug. Boah, Top Secret. Da muss er aber oben bleiben, wo er zu geheim bleiben soll. Ah, okay. Das ändert die Sache natürlich. Du bist also der Neue im Team. Willkommen in Subway Town. Ich bin Saul. Mir gehört die Autowerkstatt hier, aber was noch wichtiger ist, ich senke diese Hebebühne ab, falls die Regierung anfängt rumzuschnüffeln. Aber zuerst ein paar Dinge, die du wissen musst. Dein Parkplatz ist hinter dieser Tür. Ich führe alle deine Reparaturen durch und schleppe dich ab, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Den Leiter des Rennens findest du unten. Die Bar ist auf dieser Etage und ganz wichtig für dich, Redstones Büro ist oben. Denk dran, keiner bewegt sich hier ohne sein Okay. Geh deshalb sofort zu ihm.
Mache ich. Also Garage betreten. Ah, okay. Hier steht Subway Town, mein Auto. Oh. War der mit dem Schraubenschlüssel an dem Reifen am Schrauben? Zigarettenautomat. Bisschen unpraktisch. Hallo. Neu in der Stadt? Ich sollte wohl willkommen sagen. In Subway Town kriegst du alles. Willst du ein Rennen fahren, geh nach unten. Hast du was zu verkaufen, geh nach oben zu Jenny. Es wird dir hier gefallen. Mhm. Bist du Jenny? Okay. Was ist hier? Ödland. Okay, hier geht's draußen rein. Hey, Fremder. Willst du dir was dazu verdienen? Brett Johnson, der Barinhaber, hat Probleme mit Banditen, die seinen Schnaps klauen. Er braucht jemanden, der sich um das Problem kümmert. Melde dich bei ihm. Okay. Wenn du noch Ausrüstung suchst, melde dich oben bei Janie. Okay, das Jobboard kann ich noch nicht benutzen. Trinken darf hier nur wen. Geh zu Redstone, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Verschwende keine Zeit. Redstone mag keine Fremden, die ohne Erlaubnis in seiner Stadt rumlaufen. Geh rauf zu ihm in sein Büro. Hudson! Wer ist denn da? Prospect. Okay. Ah, hier ist Supplies. Hallo, mein Süßer. Bitte sag mir, was ich für dich tun kann. Auch noch nichts, gleich. Bist du neu hier? Janie hat ordentliche Waren. Aber wenn du was richtig Gutes suchst, geh zu Stu. Er hat immer was Besonderes im Angebot. Mhm. Hallo. Ja, wo renne ich denn hier hin, Ich habe ein super Schnäppchen für dich. Hallo, ich bin Stu. Ich habe öfter mal das ein oder andere über und verkaufst zu einem fairen Preis. Willst du sehen, was ich so habe? Nö, ich brauche jetzt keine Bandagen. Komm öfter vorbei. Ich verkaufe immer was Neues. Suchst du ein Angebot? Ich kriege immer neue Angebote rein. Komm wieder vorbei. Nö, ich mag jetzt nicht. Ich glaube eher, ich verlaufe mich hier in dem Puff. Ja, hallo? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Hey, Kumpel! Ah. Lass den Boss nicht warten! Geh zu ihm! Gut. Moment mal. Du bist Marshalls neuer Mann? Ja. Okay. Du bist neu. Du weißt nicht, wie die Dinge hier laufen. Deshalb erkläre ich es dir. Das hier ist mein Ort, meine Stadt. Und jeder Arsch hier hat mir Rechenschaft abzulegen. Was ich will, wird getan. Ja. Wenn du mir also hilfst, Dinge zu erledigen, kommen wir gut miteinander klar. Wenn nicht, kann ich dich nicht gebrauchen. Kapiert? Marshall sagt, du bist ein Macher. Dann wollen wir dich mal auf die Probe stellen. Mein Vorarbeiter hat Probleme mit Mutanten am Ende des Tunnels der blauen Linie. Die kriechen immer wieder rein. Los, hilf ihm. Schaffst du das? Na klar, gut. Ein paar Mutanten abknallen. Wenn du nützlich bist, kannst du bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Mach dich auf die Socken.